As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, da sind wir wieder bei Game Inc. Mein Name ist Martin und wir sind mittlerweile bei der 11. Folge unseres Durchgenudels von Mark of the Ninja. Durchgenudelt im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben schon letztens festgestellt, das Ganze hier zieht deutlich an. Und wir werden hier jetzt eine Rauchgranate einsetzen, um da durchzukommen. Anders werden wir hier nämlich nicht rein können. So. Rein mit dir. Was ist das da oben? Okay. We've got pipes, vents. We could use these to start a fire. A big fire. Sabotiere die Hauptgasanleitung. Tja, wir müssen immer noch jemanden schockieren. Und wir haben keine Stachelmine. Das ging total in die Hose. Schauen wir mal gerade, ob da jemand ist. Wenn nicht, dann möchte ich nämlich das Licht gerade ausmachen. Soll ich jetzt schon hier loslegen, oder? Da ist doch tatsächlich einer. Versteckt er sich. Oh. Okay, da bin ich jetzt eindeutig zu spät. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn ich hier dieses Ventil öffne, ne? Ob die dann angerannt kommen und mir Probleme machen. So, die schnappe ich mir aber. Da hätte ich mich beinahe verdrückt. Jetzt hätten wir das von der Decke hängen und jemanden killen nehmen sollen. Das wäre jetzt sehr hilfreich gewesen. Denn unsere neuen Fähigkeiten können wir aufgrund mangels an Ausrüstung nicht nutzen. Total sinnlos. So, dann wird es da wohl weitergehen. Also drehen wir mal. Oder ich guck mal, komme ich da in die obere Etage? Tatsächlich. Gasaustausch, alles klar. Ich bin dabei. Dann werden wir hier mal... hier bedienen. Okay. That intake is drawing in the gas. Open a few of the vents upstairs and we'll be ready to turn this place into an inferno. Dass ich daran nicht ersticke. Also machen wir die Ventile auf. Oder haben wir eine ganze Menge? Wie viel sind das? 3, 6 Stück? Alles klar. Achso, hier ging es nicht weiter. Okay. Dann wohl über den Fahrstuhl. Oder hier oben. Die Farben gefallen mir sehr gut. Und auch das Ambiente so mit diesen Bäumen. Bonsai-Bäume sind das, oder? Kann das sein? Wie komme ich jetzt da hoch?
Nochmal einen Blick auf die Karte. Es müsste hier entlang gehen. Kann ich den Fahrstuhl da runterrufen? Das habe ich ja vorher schon einmal gemacht. Nee, Quatsch, hier kann das nicht sein. Auf der anderen Seite. Ja. Och nein. Nee, also noch eine Rauchbombe investiere ich jetzt nicht. Ich habe nur noch eine. Dann müssen wir halt den Umweg noch einmal machen. Tut mir leid, aber erfreut euch an den schönen Farben. Die sind doch toll gewählt. Da rollt er sich ab. So. Fahrstuhl, kann ich ihn eventuell sogar benutzen? Jetzt gucken wir mal, dass da niemand drin ist. Natürlich ist er defekt. Also wieder zurück. Den kann ich dann irgendwo verstecken. So, jetzt ist wieder Vorsicht geboten. Okay, jetzt habe ich eine weitere Chance. The gas is leaking. Now we need to spread it throughout the building. Go find the vents that lead up from the basement and open them wide. Three should do it. But opening more will make a bigger distraction. Öffne sämtliche Gasventile, naja, dann steht das schon einmal fest. Und den Kronleuchter dürfen wir nicht vergessen. Was ist das hier? Okay. Dann gehen wir doch hier rein. Da steht... Nein, da sitzt einer. Ich möchte das gerne einfach ausschalten. Dir ist schon klar, dass der Lichtschalter hier drüben ist, oder? Ja. Offenbar nicht. Clear. Let's move on. Gehen wir gleich hier hoch. Bewegungsdetektor, okay. Das geht natürlich nicht. Wie jetzt? Ja, ich habe doch gar nichts gemacht.
War ich sichtbar? Habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen. Jetzt fall bitte in meine Richtung. Danke. Na, das lief doch einigermaßen. Wir holen uns die Punkte für Schlösser knacken. Und wenn wir Glück haben, hat er sich wieder hingesetzt. Hat er nicht. Aber das soll uns nicht hindern. Da oben ist noch einer. Ich unterstehe mich zu rennen. Okay, da geht's auch weiter. Dann kommen wir da hoch. Ziemlich langer Schacht nach oben. So. So, für alle, die sich hier gerade wundern, wegen dem kleinen Cut. Ich habe ein kleines Problem gehabt mit der Aufnahme. Audacity hat bei mir leider nicht mehr mich aufgenommen. Weswegen ich jetzt im Nachhinein meinen Senf dazugeben werde. Tja, und wir sind jetzt hier diesen Schacht hochgeklettert und sehen da schon unser nächstes Opfer. Dass wir da begierig belauern und geschickt schnappen, wäre der Sensor nicht. Diese Sensoren. Tja, da versteckt man sich lieber nochmal nach oben hin. Wenn der Gegner wieder kommt, dann sieht er einen und dann geht's gerade wieder von vorne los. Aber jetzt hoffe ich, dass ich das geschafft habe. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, da habe ich dann auch die Geduld verloren. Wird ja auch mal Zeit, dass wir hier jetzt vorankommen. Ah, das wird knapp, das wird knapp. Aber noch machbar. Erledigt. Wieder ein Hund da unten. Da fällt ziemlich schnell auf, dass dem sein Riechradius deutlich größer ist als bei anderen Hunden. Ich weiß nicht genau, woran sich das orientiert oder ob ich mir das jetzt gerade einbilde. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich an der Höhe dieser Ebenen hier orientiert. Links noch ein weiterer Gegner. Und hier wird jetzt kurzer Prozess gemacht. Bedauerlicherweise scheint das der Hund mitzukriegen. Soweit ich mich entsinnen kann oder erinnern kann. Oder auch nicht. Und den Typen da oben, den lassen wir auch nicht davon kommen. Wird mal kurz die Karte gecheckt. Nach den Zielen. Und es sieht ja noch nicht so prickelnd aus mit den Punkten da oben. Wobei, fast in der Mitte sollte machbar sein. Töte zwei Wachen mit nur einem Kronleuchter. Öffne sämtliche Gasventile. Und schockiere eine Wache, indem du eine andere mit einer Stachelmine tötest. Da wissen wir ja, wie das in der vorherigen Folge hervorragend geklappt hat. Wir haben uns große Mühe gemacht, uns zu überlegen,
Okay, den Fehler nehme ich auf mich. Da habe ich mir große Mühe gemacht, mir zu überlegen, wie man denn den anderen da anlocken könnte. Da hatte ich mir doch gedacht, dass das Aufkommen, das Landen der Stachelmine dafür ausreichen würde. Und das hat es leider nicht. Aber offenbar war der andere auch blind, der hat nicht gesehen, wie sein Partner da regelrecht zerstachelt wurde, wenn man so will. Und jetzt holen wir uns hier den Hund. Ah ja, jetzt sehe ich, warum er uns bemerkt hat. Oder? Oder ist das nicht der, der uns bemerkt? Weil ich stelle gerade fest... Nein, er hat uns nicht bemerkt. Ich habe nämlich gerade festgestellt, dass dem sein Riechradius leicht oberhalb der Ebene hinausreicht. Das wäre ziemlich mies gewesen. Da oben nebenbei ein Kronleuchter. Glücklicherweise nicht der entscheidende, denn wir haben da ja nur eine Wache gehabt, die wir zu erledigen hatten. Wir brauchen aber zwei. Aha. Die Tür schnell aufgemacht. Und dann geht's auch schon auf zum nächsten Ventil. Vielmehr zum, ich glaube, mittlerweile zweiten Ventil, wenn ich mich nicht irre. Auf der dritten Etage. Das zweite Ventil auf der dritten Etage? Nein, das erste. Okay, eins von drei müssen wir uns holen. Um hier das eigentliche Ziel zu erreichen, öffne die Gasentlüftungen. Ach, keine Ventile, Entlüftungen. 1 bis 3 insgesamt. Unser zweites Siegel oder unser zweiten Punktestand haben wir erreicht. Aber wir werden alle Ventile öffnen. So viel kann ich euch schon verraten. Nur stand es ja im Grunde schon fest. Das zweite lässt nicht auf sich warten. Ja, da habe ich es auf Anhieb verstanden, dass ich es nicht treffe. Und nun heißt es, vernünftiges Timing an den Tag legen. Für alle Fachleute TT. Wunderbar. Und das zweite Ventil. Für alle die hier das erste Mal einschalten, diese kreisrunden Dinger da oben, das sind keine Lüftungen. Da haben wir auch schon unsere Überraschungen mitgemacht. Und unser... Ja, ich bin dabei. Von unserer ersten Erfahrungen gemacht. Für alle die wissen wollen, was ich damit meine, können mal in eine der vorherigen Folgen reinschauen. Und der läuft glücklicherweise nicht bis ganz vor. Und erledigt. Ist ein bisschen schade, dass man manche Wachen nicht verstecken kann. Es wäre ja ganz interessant, wenn man die da hochhieven könnte. Aber das
Scheint ja nicht zu geben, oder ich habe es noch nicht gelernt. Und den Tod von oben, den haben wir auch noch nicht gelernt. Wir können uns nur abseilen, vielmehr abketten. Jetzt bleibt abzuwarten, ob der Hund uns entdeckt, und der entdeckt uns, ja. Glücklicherweise scheint ein Hund auf beiden Augen blind. Sonst hätte er uns dann nämlich durchs Licht huschen sehen. Glücklicherweise ist das ein Mensch nicht, sonst wüsste ich nicht, wo der Hund ist. Und dann müsste ich wie der hier rumhören und rumriechen, um den Gegner zu finden. Was hier an? Das ist ein anderer Hund. Der vorherige, der war ja schwarz, das ist mir bisher gar nicht aufgefallen. Möglicherweise ergibt sich dadurch der unterschiedliche Riechradius. Beziehungsweise schwarz ist er, wenn er im Dunkeln ist. Da gilt das gleiche wie bei Katzen. In der Nacht sind alle Katzen grau. Hunde sind schwarz. Diese Bewegungssensoren, die sind einem manchmal echt ein Dorn im Auge. Und da konnte ich dann auch feststellen, ha, das wird knapp. Ja, da wäre ich beinahe reingelaufen. Da habe ich dann auch feststellen können, dass ich solch einen Hund tatsächlich one-hitten kann. Da war ich mir bisher nicht so sicher. Da oben laufen sie schon rum. Auf jeden Fall haben wir jetzt das dritte Ventil. Und die scheinen das mitzukriegen. Muss man jetzt mal überlegen, ob man sich hier die restlichen Ventile tatsächlich noch holt oder ob das hier vom Zeit her. Vom Zeitfaktor her ein Problem werden könnte. So, das ist schon wieder ein Riesenareal. Und da hinten ist Außengelände, da kommen wir wohl nicht hin. Oder doch? Das wird sich noch zeigen. Und da fällt mir auf, da hinten im Hintergrund. Was für ein Wortspiel. Sind Haufen Hirschgeweihe zu sehen. Da frage ich mich doch, warum. Gerade im asiatischen Raum. So, was erwartet uns hier? Ein Nebenquest. Voll mit Laserstrahlen gepackt. Gucken, wie wir uns da anstellen. So, da sind zur linken und zur rechten Seite überall Schalter. Was die bewirken, darüber sind wir uns wohl einig. Nur die Reihenfolge wird das wesentliche Problem sein. Sicher ist sicher, wir wollen nicht gegen die Laserstrahlen springen. Und auch nicht auf diese Fallen. Geschickt von links nach rechts und von rechts nach links. Mit der Kette geht's da gut voran. So, mit dem haben wir den da oben frei gemacht. Genau, jetzt ist die Frage, wie wir auf der anderen Seite den Schalter umlegen können. Da kommen wir nämlich nicht oberhalb entlang, aber den Generator dort können wir mal deaktivieren. Die klassische altmodische Art. Und dann werden wir wohl unten rum müssen, also nochmal das Ganze zurück. Ja, das geht gut voran. Also nochmal. Was bewirkst du? Nein, du bewirkst den da oben. Den machen wir wieder aus. Das wird es uns nicht viel bringen.
Und ab nach oben. Nach oben, oder? Genau. Du machst den da. Haben wir nochmal geguckt, ob der noch was anderes bewirkt, was uns im Vorteil wäre, wenn wir da hochgehen. Ist aber nicht der Fall. So, der Generator. Ebenso fachmännisch deaktiviert. Und der nächste Schalter lässt schon auf sich warten, dass mit dem Schwingen hier funktioniert. Sehr gut. Und da oben ist schon unser Ziel. Wo ist der letzte Schalter? Der ist links. Also ab nach links. Das ist knapp. Ein Glück, dass der meist in der Hocke hockt. Wäre da jetzt aufgestanden, dann wäre der Kopf ab. Unter der Voraussetzung, dass diese Laser hier auch töten und nicht eben nur Sensoren sind. Was Sinn macht, denn hätten wir... From the floor, their quarreling heralds an escape. Was Sinn macht, denn hätten wir dort Alarm ausgelöst, dann hätte das ja gar keine Konsequenz. Aber der Hintergrund, der ist schick. So, jetzt geht's wieder zurück ins große Areal. Wir uns erstmal den Überblick verschaffen müssen. Da konnten wir nicht hoch rechts. Das ist nämlich ein massiver Bogen und kein Geländer. Und den Typ, den haben wir natürlich nicht gesehen. Da hätten wir übel in die Falle rennen können. Jetzt sehen wir einen Kronleuchter. Das ist die Frage, ob die zwei zurückkommen. Und sie kommen zurück. Wunderbar. Sonst hätten wir nämlich unser optionales Ziel nicht erreichen können. Und das ist ja nicht unser Anliegen. Es ist die Frage, wann wir den Kronleuchter fallen lassen. Denn es gibt ja eine Flugdauer sowohl von unserem Bambuspfeil als auch vom Kronleuchter. Das war knapp. Aber geschafft. Geschafft, geschafft. Geschafft ist geschafft. Das ist korrekt. Gut, dass du dich umdrehst. Das gleiche wie dir. Das Licht geht aus. Es ist ausgegangen, Junge. Und die Punkte, die holen wir uns jetzt auch noch. Immer diese Schlepperei. Aber immerhin können wir jetzt rennen. So, genau, die Treppe hoch. Das ist ja auch so eine Sache, dass der den einfach nicht entlang zieht des Weges. Und warum ich ihn jetzt bis nach da drüben hinziehe, weiß ich auch nicht, zumal ich ja den Schacht da vorne noch habe. Aber okay, man muss auch nicht alles wissen. Vor allem, weil ich es dann über mich wüsste. Und ich weiß nicht, ob ich das wissen will. Na, besser platziert, da geht's ja kaum noch. Und trotzdem. Naja, dann ziehen wir ihn eben nach rechts. Alle in einer Reihe, wunderbar. Und auf nach links. Und dennoch aufgepasst, denn da oben rechts war einer. Jetzt ist die Frage, ob oben links ebenso einer ist. Da übersehe ich geschickt das Ventil. Und stelle fest, da oben ist tatsächlich noch einer. Tja. Und wenn wir den erledigen wollen, dann müssen wir warten bis zur nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.
und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt Game Inc. durchgenudelt. Mark of the Ninja. Bis dann.